verehrt. Sehr schön. Puh. Das war knapp. Alles schön aufgeräumt. Sehr gut. Ab auf den Laster, war unauffällig. Weiter.
Komm raus. Bringen wir es zu Ende. Oh Mann, ey. Zeit für Spielchen. Komm raus! Oh Mann, ey. Okay, der geht mir jetzt auf den Sack. Okay. Schlafen gut. Mal schon alles ausrauben. Na gut, dann muss ich wahrscheinlich wieder dahin, kurz das Tor aufmachen, dann kann ich durch. Aber bisher,
halte ich mich doch verdammt gut. Respekt, Respekt. Du hast dich so mühelos reingeschickt wie ein Ninja oder eine Ballerina. Ganz ehrlich, das war Kunst. Noch keine Zeit zum Feiern. Noch kann dich wer entdecken, also pass auf. Naja. Dann schließe ich ein Profi. Das wird ein guter Tag. Aha. Ach ja. Ja, ich glaube, das ist besser. Wow. Ah. Oh, du hast es ja fast erledigt. Was zum Fick? Hier los. Geiler Wagen. Oh ja? Oh ja. Okay, jetzt und das Steuer. Verlinkt, ich benutze deinen Direktlink. Können wir dann los? Entspann dich. Dann legen wir mal los. Hoho, das wird ein Spaß. Das hast du ja mit links gemacht, Shumba. Keine Sau hat dich gesehen. Solange du es jetzt nicht auf der Zielgeraden verkackst, kannst du ganz gemütlich hier rausfahren. Also verkack es nicht, bitte. Thank you.
Sei vorsichtig, Vi. Sonst sind wir gefickt. Heilige Scheiße. Tada, der Wagen ist nicht mehr im System, als hätte es ihn nie gegeben. Operation Furz im Wind war ein Erfolg. So, das war's von mir. Aber hey, eins noch. Versuch so einen Scheiß nie wieder mit mir. Nächstes Mal kriegst du das Auto nicht für Oma. Das kostet dich eher eine Niere oder auch zwei. Scherz. Also nicht wirklich, ich meine die Sache ziemlich ernst, konzentrier dich halt mal. Alles klar. Oh Mann ey. Das war der Nummer. Gut, jetzt scheine ich erstmal Freizeit zu haben. Was ist denn hier so Feines noch? Na gut, mit Hanako treffen ist jetzt eher nicht so meins. Na gut, mit Panam treffen wäre ganz nett, aber... nee. Na gut. Dann probieren wir doch noch mal die Schnellreise. Gucken wir mal, ob es diesmal wieder so beschissen wird. Ist jetzt halt eh die Frage, wo wollen wir hin? Naja, Arasaka-Tor weniger. Northside. Nehmen wir doch mal Megabeute H11. Klingt doch schön. Geil, zumindest mal kein schwarzer Bildschirm. Ist schon mal ein Vorteil. Haha. Es hat geklappt. Schön. Überfall. Sehr nah an. Schreit doch förmlich nach uns. Thank you.
Und bald so schön war gleich nochmal. Lalalala. Das war es einfach. Das war's auch schon wieder hier. War Tilecross unterwegs im Gebäude, geht in eure Wohnung, verbarrikadiert die Türen, verriegelt die Tore und blockiert die Notausgänge. Alright. Wie läuft's? Geht's dir besser? Ich habe meinen Leuten gehört, es sieht aus, als wüssten wir, wo Grayson ist. Also noch, ich bin bereit. Wie sieht der Plan aus? Warte nochmal ab. Ich muss ein paar Infos durchgehen, aber es sieht gut aus. Alright. Klingt dann sich doch schon mal schön aus. Ich muss immer noch warten, bis die gute Rogue Zeit für mich hat. Wer seid ihr? Ehrlich, Night City soll euch gehören? Weiß ja nicht. Ihr war ziemliche Flaschen. Na gut, dann machen wir halt was für unsere Geldbörse. Lalalala. Ah, Arschloch. Meine Güte. War vielleicht eine schlechte Idee, hier runter zu gehen. Na, endlich.
sehe meine Kinder nie wieder. Vielen Dank. Immer gern. Ich glaube, ich bin hier falsch. Das war wunderschön und echt verstörend. Licht und Dunkel halb vermischt. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, Bee. Details findest du anbei. Ja, super. Also soll ich ausziehen, weil die Tiger Claws sich hier breit machen? Keine Ahnung, was sie da tun? Halt einfach die Klappe und lass dich nicht blicken. Einfach abschießen. Ich meine, wie lange soll das weitergehen? Was würde es ändern? Warte. Problem. Wer weiß, wozu zwei davon fähig wären. Nur eine... Nicht die Verbindung trennen. Kühl mich runter, sonst bin ich Barbecue. Hol Kühlmittel aus dem Bad.
Ach, da. Gut, dann nehmen wir dich mal hoch. Zum Fahrzeug des Fixers. Na, das sollte doch nicht so schwer werden, oder? Meine nur. Die einzigen, die hier aufgepasst haben, sind schon weg. Gut gemacht, mein Lieber. Ich bin zufrieden. Wir hören voneinander. Auftrag abgeschlossen. Immer schön, Han. Immer schön, mein Lieber. Gut gemacht, mein Lieber. Ich sehe, dass du deine Arbeit ernst nimmst. Du hast ja nicht nur meinen Respekt, sondern auch den ernstzunehmender Klienten erarbeitet. Ich lasse die besten Aufträge in deinen fähigen Händen. Erledige sie gewissenhaft. Na schön. Der Wagen wartet draußen. Naja, das weiß ich inzwischen. Gut. Lief doch ganz gut bisher.